Intraoperative Strahlentherapie von Sarkom ist besonders schonend für alle Normalorgane. Die Strahlentherapie bei Sarkom ist abhängig von dem Differenzierungsgrad, der in der feingeweblichen Untersuchung festgestellt wird. Die Sarkomerkrankung ist eine sehr seltene. Es gibt viele verschiedene Formen und je nach Erkrankung wird die Indikation nach der feingeweblichen Untersuchung gestellt. Die Strahlentherapie wird in Abhängigkeit von der anatomischen Lage in verschiedenen Techniken durchgeführt. Ist das Sarkom beispielsweise an den Extremitäten, also an den Armen oder an den Beinen gelegen, so kann man von außen bestrahlen. Ist das Sarkom jedoch hinter dem Bauchfell gelegen, so wird die Strahlentherapie im Rahmen der OP von innen durchgeführt. Die Strahlentherapie von Sarkom, die hinter dem Bauchfell gelegen sind, wird deshalb von innen durchgeführt, weil man im Rahmen der OP die empfindlichen Organe, wie beispielsweise den Dünndarm und den Dickdarm, operativ zur Seite schieben kann, sodass man diese Organe nicht mitbestrahlt und die Strahlendosis direkt in die Tumorhöhle appliziert. Dadurch ist die Methode besonders schonend, da die Röntgenstrahlen nicht durch das Normalgewebe in die Zielregion vordringen müssen.